Blut und Herzblut. Der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Ja, ihr hört richtig, uns gibt's noch. Wir haben zwar in den letzten Wochen oder ja sogar Monaten keine richtige neue Folge aufgenommen und Martin ist auch gerade im wohlverdienten Sommerurlaub, aber ich dachte mir, wir können euch den ganzen Sommer jetzt hier über nicht ohne irgendeine Folge lassen. Deshalb haben wir hier ein kleines Interview für euch mit Tom Heinzle, den kennen ja sicherlich viele von euch. Und ja, hört einfach mal rein. Wir haben zwar nur knapp 4 Minuten mit ihm gesprochen. Er ist ja wirklich überall unterwegs und ihn mal irgendwie zur Seite zu bekommen, ist echt schwierig. Aber wir haben es geschafft und ja, wir haben uns ein bisschen mit ihm über The Big Green Egg unterhalten. Da ist er ja Markenbotschafter. Und ja, hört einfach mal rein. Viel Spaß mit dem Interview. So, wir sind jetzt am Stand von Big Green Egg und wir haben einen Gast hier bei uns. Er ist nicht ganz unbekannt, Tom Heinzle. Hallo. Hallo, miteinander. Stell dich doch mal vor, bitte, und erzähl doch mal, woher man dich vielleicht kennen könnte. Oh, ich heiße Tom Heinzle, komme aus Österreich, bin aber sehr viel in Deutschland unterwegs, eigentlich in Deutschland mehr bekannt als in Österreich. Habe 5 Grillbücher geschrieben, das Wildgrillen, Wintergrillen, Vegetarisch, Smoker und Toms Grillwerkstatt. Bin öfters auch mal im Fernsehen, war mal bei Kitchen Impossible mit Tim Melzer und bin natürlich in Deutschland unterwegs bei überall, was Gutes zum Essen, zum Trinken, irgendwas vom Grill gibt, stehe in der Nähe. Hatte da Tim Melzer nicht einen Hexenschuss oder sowas in der Folge? Ja, Tim Melzer hatte in der Tat einen Stein getroffen beim Hacken und dann hat es ihm den Kreuz irgendwo, Wandscheibe, hat es ihm leicht beschädigt, glaube ich. Wie war es eigentlich ausgegangen? Ich habe es gar nicht mehr so vor Augen. Das war ja, die Maria Groß hat den Melzer zu mir geschickt. Ja, und im Endeffekt hat er zwar gewonnen gegen die Maria, aber hat leider nicht so viele Punkte bei mir geholt. Er hat sie praktisch bei mir gelassen. Sehr schön. So, jetzt bist du bei Big Green Egg. Man sieht, okay, auf der Seite nicht, aber auf der anderen Seite riesig dein Gesicht. Du bist ja quasi Markenbotschafter oder wie kann man das verstehen? Ja, ich bin als Markenbotschafter für Big Green Egg Deutschland. Freue mich, dass ich diese Marke präsentieren darf und meine Grillgerichte und auch zukünftig meine Bücher mit diesen tollen Geräten machen darf. Was ist denn, wenn ich jetzt so als Anfänger, wenn ich noch nie mit so einem Ei gegrillt habe, was sind so die Vorteile von so einem Grill im Vergleich jetzt zu einem normalen Kugelgrill? Ja, so ein Green Egg ist natürlich eine eierlegende Wollmilchsau, sage ich mal. Du kannst hier von Räuchern über Langzeitbarbecue, kurzgegrilltem Pizza, Flammkuchen, Brot, eigentlich alles machen mit einem Gerät. Das Big Green Egg ist ja quasi das Original, ne? Das, was bei den Kugelgrills ja quasi Weber so darstellt. Was ist, würdest du sagen, hält dich so an Big Green Egg, wo du sagst, das gefällt mir, deswegen habe ich mich für diese Marke entschieden. Gibt es da etwas? Oder? Für mich ist natürlich, war von Anfang an klar, die Philosophie, die Big Green Egg hat. Mit dem Lifestyle, den sie vermitteln, mit den Emotionen, mit der Qualität des Grills an sich selbst. Auch mit der Familie, mit der Big Green Egg Familie, das ist ganz was Besonderes. Darum habe ich mich für sie entschieden. Und ich muss ja sagen, wenn man den Grill mal anfasst und allein diesen Griff sieht, diese Detailliebe, das ist schon ziemlich geil, ja. Ja, ich liebe Orgel ja auch immer noch mit diesem Mini-Egg die ganze Zeit. Und das Problem ist, ich kriege das bei meiner Frau nicht durch, wenn ich jetzt schon, was ich, 3, 4 Grills zu Hause stehen habe. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht steht ja das dann irgendwann im Garten. Ja, da musst du geschickt vorgehen. Da musst du mal einen schönen Abend für deine Frau grillen, denkst ein cooles Menü aus und sagst dir, es wird noch besser gehen, wenn ich ein grünes Ei hätte. Noch besser. Das ist ein super, super Tipp noch zum Abschluss. Vielen Dank, Tom, dass du kurz Zeit für uns hattest. Du hast ja hier lauter Termine und wir haben schon versucht, dich oft hier zu catchen. Und ja, haben schon mal einen Eindruck bekommen, warum man sich einen Big Green Egg kaufen sollte. Ich bin auch ganz scharf auf das. Das sieht echt schick aus. Und werden mal ein Foto mit reinpacken in den Podcast, ne, damit ihr auch mal was sehen könnt, nicht nur hören. Vielen Dank, Tom. Danke euch. Jo, danke auch. Tschüss.